Hallo Mädels, weiblich clever Singles sucht heute leider meist vergeblich. Gehen denn schlauen und intelligenten Frauen die Männer aus? Gebildete Frauen und Akademikerinnen sind nur sehr, sehr schwer vermittelbar, sagen jetzt Psychologen. Ein freundlicher, gebildeter, lustiger Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Kann es doch, weiß der amerikanische Autor John Birger. In seinem Buch Date Economics beweist er das anhand von Statistiken. Er rechnet vor, dass es in allen westlichen Ländern 20-40% mehr Frauen als Männer mit Hochschulausbildung gibt. Auch unter den rund 11 Millionen Singles in Deutschland tummeln sich überdurchschnittlich viele Akademikerinnen, älter als 35. Diese sind, darf man den Experten glauben, bei Männern aber weniger gefragt. Die Herren heiraten im Schnitt mit 32. Zu früh für Uni-Absolventinnen, die erstmal zum Job ja, ich will sagen wollen. Sind sie dann soweit, sind die Typen aber bereits vergeben. Und so landen Akademikerinnen in der Schublade, schwer vermittelbar, wie übrigens auch männliche Hartz-IV-Empfänger. Psychologen sagen, smarte Frauen sind überqualifiziert für die Liebe. Noch nie in der Geschichte besaßen Frauen mehr Freiheit und Macht als heute. Doch es gibt eben auch die angestaubte Welt in unseren Köpfen. Und zwar geschlechterübergreifend. Zu intelligent, zu erfolgreich, zu kurze Haare, zu große Klappe. Viele Männer wollen so jemanden einfach nicht haben. Männer wollen immer noch Frauen, die zu ihnen aufschauen. Die weibliche Führungskraft ist der moderne Säbelzahntiger. Auch in diesem Jahr noch werden Männer von Frauen, die ihnen intellektuell, wirtschaftlich oder wie auch immer überlegen sind, einfach eingeschüchtert. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass diese Zeiten mal vorbei sein könnten. Jungs sind offenbar eher bereit, traditionelle Muster aufzubrechen, fanden die Soziologen heraus. Es gibt Männer, die gegen die Norm versuchen, bei besser gebildeten Frauen zu landen. Durch diese ließen sie jedoch abblitzen. Frauen rennen daher auf der Suche nach Liebe gegen selbstgebaute Wände. Denn während Männer keine Bedenken haben, sich mit statusmäßig unterlegenen Frauen einzulassen, können sich Frauen dies überhaupt nicht vorstellen. Die Aussage der Psychologen: Frauen stellen zu hohe Ansprüche an sich selbst, aber auch an andere. Warum sollte Frau sich bei dem Mann ihres Lebens mit weniger zufrieden geben? Und so passiert Folgendes. Selbst wer nicht online auf Partnerrekrutierung geht, hat häufig die dort vorherrschende rationale Art der Partnersuche im Kopf. Das gelte insbesondere für Frauen. Sie haben einen genauen Katalog an Punkten, ob bewusst oder unbewusst im Kopf, der erfüllt werden muss. Sonst fällt ein Kerl durch den Raster und tschüss. Und daraus folgt folgendes kurz zusammengefasstes Fazit. Frauen sind zwar vollkommen unabhängig, frei und gleichberechtigt, aber finden dadurch auch weniger häufig einen Mann fürs Leben.